Okay, da wären wir wieder zur nächsten Folge von Minecraft Tinymon und heute fast tagesaktuell. Also einen Tag ist das Video alt, okay, aber mehr auch nicht und das hatten wir lange nicht in dem Projekt insbesondere und aber in anderen noch deutlicher, das ist klar. Also wenn wir uns Top Attack angucken, dann ist das ja kein Wunder oder Tiny CR, was auch immer. Aber darum soll es jetzt eigentlich nicht gehen, wie weit ich vorproduziere. Ich wollte es nur mal anmerken, um wirklich zu zeigen, dass ich heute in einer Zwickmühle war, mehr oder weniger. Mir ist nämlich erst kürzlich eingefallen, jetzt vor 2, 3 Tagen oder gestern sogar erst, ich weiß nicht, dass ich ja die Folge hier noch aufnehmen muss. Und da dachte ich, boah, shit, wie stelle ich das jetzt an? Auf die Kürze, weißt du, und wie kann man das organisieren? Und dann kam mir die Idee, dass ich das doch über meinen neuen Laptop jetzt endlich mal machen könnte. Ich habe mir wenigstens die Welt schon kopiert gehabt vor einer Weile, weil ich das immer mal vorhatte, aber bisher irgendwie nicht dazu gekommen bin. Und jetzt habe ich mir das Ganze mal installiert auf dem Laptop und die ganzen Programme runtergeladen, weißt du, also ich hatte ja zum Beispiel noch so eine andere Fraps-Version, einfach nur eine testmäßige, wo du nur 30 Sekunden aufnehmen konntest. Das habe ich jetzt schon mal ersetzt durch die richtige, die ich habe. Oder dann auch Java musste ich ja noch installieren für Minecraft generell. Also ich hatte ja auch Vanilla oder so noch gar nicht installiert. Das Modpack hier war jetzt das erste. Und da musste ich ja auch erst gucken, was Shandy dazu geschrieben hatte im Discord-Channel. Da bin ich übrigens froh, dass es den Discord-Channel noch gibt, gell? Denn es hätte auch sein können, wenn es blöd läuft, dass der weg wäre. Und dann hätte ich das nicht nochmal downloaden können, um das hier zu installieren. Also es ist echt immer wieder gut, auch an der Stelle jetzt nochmal sei es gesagt, dass die Discord-Channels noch existieren. Denn dann kann man immer mal wieder darauf zurückgreifen, wenn man das braucht. Ja, da stand auch die ganze Erklärung drin, wie man das nochmal macht oder welches Modpack genau ich installieren muss, ne? Da gab es nämlich mehrere Versionen. Also einmal dieses Lite-Modpack, also von, wie heißt das, DX, irgendwas mit Pokémon. Ich hab's schon wieder vergessen. Ne, The Grand Journey, ne? War es doch. Ja, jedenfalls gab es da eine normale Version, Lite und dann noch Not So Lite, also auch mit weniger Mods als in dem richtigen. Aber da sind irgendwie noch mehr Client-Mods oder so dabei für PCs, die das eben aushalten. Auf dem Laptop habe ich natürlich jetzt das Modpack genommen, was am wenigsten Leistung frisst. Aber ich musste feststellen, es läuft ganz gut. Also ich bin echt zufrieden. Ist sogar besser gewesen gefühlt als am PC. Und deswegen wäre es zu überlegen, ob ich jetzt nicht immer hier das aufnehme oder so. Habe auch direkt mal gestreamt heute, weißt du, ging auch ganz gut. Also ich bin eigentlich zufrieden mit der Entwicklung. Mal sehen, wie ich es jetzt organisiert kriege in nächster Zeit. Und heute war es mir eben auch wichtig, dass ich gleich mehrere Folgen aufnehme, damit ich mal vorgesorgt habe und nicht wie sonst, dass hier immer so ein Chaos entsteht. Ich mag das einfach nicht, wenn man jedes Mal wieder nachhängt, denn das braucht man echt nicht, wenn man dann immer unter Druck gerät, weißt du. Und, oh shit, jetzt muss ich hier das noch aufnehmen. Das gefällt mir einfach nicht. Ich habe schon überlegt, ob ich jetzt nicht ersatzweise eine andere Folge hochlade, die ich noch übrig habe, weil ich die einfach schon aufgenommen hatte. Und zwar, ich kann ja sagen, Skyfall, da habe ich noch eine übrig von der letzten Aufnahme. Allerdings dachte ich dann, nee, komm, bevor ich die schneide und mich da ewig hinsetze, mache ich jetzt lieber neue Folgen und sorge dafür, dass ich gleich ein bisschen vorproduziere. Jetzt mit 3 Videos habe ich quasi 6 Wochen vorgesorgt, ne? Das ist doch eigentlich, kann sich sehen lassen, gell? Jetzt muss ich das nur noch bei Tiny Aura hinkriegen. Da habe ich das nämlich noch nicht geschafft, endlich mal irgendwas vorzuproduzieren oder, weißt du, überhaupt dafür zu sorgen, dass ich auch vorankomme in-game, weißt du, darum geht es ja auch. Genauso hier in dem Projekt. Ich war relativ unzufrieden mit dem Stand, wo ich mich befinde und so weiter, wie ich gebaut hatte. Und heute im Stream, als ich mich hier drauf vorbereitet hatte, hatte ich doch ganz gute Ideen und Einfälle, was man so machen kann. Und da bin ich halt drauf gekommen, dass ich jetzt die Wege mir ziehen will. Hab's schon nebenbei gesehen, ich hab's immer wieder so ein bisschen gezeigt, also wie das Ganze verbunden werden soll. Und ja, da werde ich mir jetzt auch zeitnah noch eine Schaufel machen, etc. Also da ist einiges vorgesehen. Und ich kann auch noch mal in eine Höhle gehen, weißt du, es gibt verschiedene Dinge, die ich mir vorgenommen habe und die ich jetzt auch noch nicht spoilern will, weil ich habe ja schon das Gameplay aufgenommen für 3 ganze Folgen und jetzt muss ich es eben noch nachkommentieren. Und naja, ich bin froh, dass ich das endlich mal hinter mir habe, dass ich jetzt Klarheit habe, okay, auf meinem Laptop läuft auch, also auf dem neuen,
entsprechend die Software und dass ich dann auch noch zum Beispiel Setups hatte. Also auf meinem einen Stick, der ist ja echt Gold wert, habe ich noch verschiedene Dateien gespeichert, Installations-Setups. Und immer kann ich den halt jederzeit nutzen, im Notfall, weißt du, wenn irgendwas fehlt. Das ist doch ganz cool, dass das noch funktioniert und ich entsprechend vorbereitet war diesbezüglich. Es hätte nämlich auch sein können, wenn ich den Stick irgendwo vergessen hatte oder der nicht mehr ginge, dass ich dann ja wieder auf dem Grundeis liege. Nee, wie sagt man das? Naja, ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall ist man dann definitiv aufgeschmissen. Und das mag ich immer nicht, weißt du, wenn man zwar denkt, man hat es vorbereitet oder irgendwann hat man mal was gemacht, weißt du, und dann funktioniert aber alles nicht oder es ist nicht da oder was weiß ich. Also es sind dann irgendwelche komischen Sachen, das hatte ich schon so oft und ja, ich bin natürlich auch nach wie vor verärgert, dass ich jetzt noch nicht es hinbekommen habe und das wird wahrscheinlich auch so schnell nicht gehen, mein Mikro an dem neuen Laptop anzuschließen. Da kann ich wirklich nur das Interne nutzen. Ich weiß nicht, was das ist. Also ich brauche wahrscheinlich jetzt nochmal einen neuen Adapter von USB-C auf Mikrofonklinke. Ich habe nämlich nur einen von USB-C auf Kopfhörerklinke, also ne, einen Ausgang quasi und keinen Eingang. Und da weiß ich jetzt nicht, ob sowas überhaupt gibt in dieser Differenzierung. Denn ich habe immer nur gesehen, wenn überhaupt gab es diese Adapter und da war die Auswahl auch immer nicht so groß. Deswegen, da war ich schon froh, dass ich die bekommen habe, die ich jetzt ja besitze. Es sind ein paar mehr, falls mal irgendwas kaputt geht, dass ich noch Ersatz habe. Oder auch für verschiedene Zwecke, zum Beispiel am Handy, gibt es einen Adapter, der dann lauter ist auch. Denn wenn ich den jetzt hier von meinem Laptop dort anschließe, ist das übelst leise, der Sound. Und das will ich auch nicht. Dann habe ich noch einen anderen Adapter, der am Handy einfach viel mehr Akku zieht. Das ist auch ganz komisch. Nur mal so, by the way. Naja, und mal gucken, wie ich das jetzt löse mit meinem neuen Laptop. Ich würde mir aber ungern noch einen extra kaufen dafür. Also, das ist dann irgendwie auch blöd, aber wenn es nicht anders geht, dann ist es so. Und naja, ich hoffe, dass ich das überhaupt hinkriege. Denn wenn es jetzt gar keine Lösung dafür gibt, habe ich irgendwann ein Problem. Ich wollte nämlich eigentlich mal meinen Laptop endgültig wechseln und nicht den alten immer noch für die Soundaufnahmen benutzen. Es kann doch nicht sein, dass das hier das einzige Gerät ist, an dem ich so eine gute Audioqualität hinkriege. Also mal ehrlich, ne? Warum geht das an keinem anderen Gerät? Ich habe hier noch einen alten Laptop stehen, der hat auch mal ausnahmsweise zwei Klinkeanschlüsse. Oh Wunder. Das haben nämlich die ganzen neuen Geräte durch die Bank weg nicht. Die haben nur noch einen so einen Klinkeanschluss und die alten haben immerhin noch zwei. Also da muss ich ja mal das Ganze loben wieder oder einmal mehr sagen, dass früher doch bestimmte Dinge besser waren. Und da kann ich eben noch aufnehmen, aber auch nur mit Rauschen. Ja, also das wäre nur eine Notlösung, wenn jetzt hier gar nichts geht an meinem neuen Laptop und ich den alten irgendwie auch nicht mehr habe oder was. Vielleicht geht er auch kaputt, keine Ahnung, kann man ja auch nicht wissen. Jedenfalls, naja, das möchte ich nun eigentlich nicht provozieren, dass ich dann wieder mit Rauschen aufnehmen muss. Es soll schon bei dem qualitativen Standard mal bleiben, den man einmal erreicht hat, dass man das auch halten kann. Das wäre schon gut. Und naja, jetzt muss ich eben hier schon immer gucken, wie ich das mit dem Aufnehmen mache. Ich hätte nämlich schon vor einer Weile meinem PC das Ganze aufnehmen können. Aber da habe ich mir auch manchmal gedacht, naja, jetzt hast du ja eh den Laptop nicht mit, hier den richtigen. Und dann kannst du das wieder nur am PC selber nachkommentieren, der lässt es lieber gleich, weißt du? Und deswegen, das war auch so ein Grund, warum sich das Ganze hier so lange verzögert hat bis heute. Ja, bis man dann gar nicht mehr anders kann und sich doch denkt, naja, komm, jetzt installiere ich es endlich auf dem Laptop. Na, aber so habe ich wenigstens jetzt den positiven Eindruck, dass ich überhaupt mal auf dem Laptop auch was installieren und spielen kann. Da werde ich es demnächst probieren mit Infinity. Ich hoffe, dass da alles klappt. Da hatte ich nämlich hier an dem Laptop aktuell noch ein paar andere Probleme. Da hat das Spiel sich nicht richtig dargestellt von der Auflösung her. Und ich glaube, ich hatte das in den Folgen immer erzählt damals. Das war echt ein Krampf teilweise. Da musste ich im Vollbild spielen. Das ging noch am ehesten, dass ich auf 720 Pixel komme. Also meine Standardaufnahmequalität und alles andere. Ja, es war einfach komplett komisch mit der Skalierung und so.
Aber es könnte sein, dass es jetzt besser ist bei dem neuen. Weiß ich nicht. Muss mal gucken mit Windows 11, gell? Da gibt es ja auch einige Änderungen, muss man dazu sagen. Generell, ich hatte bisher eigentlich nie was mit Windows 11 zu tun. Es ist mal interessant, sich das anzugucken. Da gibt es sicherlich auch noch einiges zu entdecken. Obwohl ich jetzt bisher noch nicht so die guten Erfahrungen gemacht habe, sogar. An manchen Stellen ist es mir ein bisschen zu überladen an Features, weißt du, dass man zwar jetzt mehr Autoanpassungen hat von den Fenstern her oder was weiß ich, ganz viel schick Zeug, aber eigentlich braucht man das nicht, beziehungsweise es hindert einen teilweise an bestimmten Arbeitsvorgängen. Und dann weiß ich auch nicht, ob das so cool ist, wenn du in einem Ordner bist, dass die so weit auseinander sind, die einzelnen Symbole in der Detailansicht auch. Ja, aber das sind so Sachen, da kann ich später nochmal drüber reden. Jetzt erstmal danke fürs Zusehen.